Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu meinem täglichen Heilfasten-Update. Heute ist Tag 7 und heute geht es mir richtig gut. Ich würde fast schon sagen, ich strotze vor Energie. Heute früh bin ich aufgestanden und hatte einfach mal Lust gehabt, ein bisschen Sport zu machen. Und das habe ich wirklich tatsächlich gemacht. Ich, als einer, der richtig oberfaul ist, der den ganzen Tag sonst auf der Couch liegt. Das hätte ich niemals von mir selber gedacht, dass ich dazu mal freiwillig Lust habe. Also habe ich heute einfach mal so 10 bis 15 Minuten Sport gemacht. Und das hat mir sogar gefallen. Ich erkenne mich langsam selber nicht mehr. Aber ich glaube, das dürfte die sogenannte Fasten-Euphorie sein, dass man einfach so viel Energie bekommt dadurch, dass man nicht weiß, wohin damit. Ihr seht hier wieder eine Menge Cola-Flaschen. Also gestern habe ich mein Kalorienziel schon wieder verfehlt. Ich habe mir gestern Abend 2 weitere Cola-Flaschen aufgemacht. Damit habe ich 3 Cola-Flaschen gestern ausgetrunken, wieder 1200 Kalorien zu mir genommen und damit wieder mein Kalorienziel von maximal 1000 Kalorien am Tag wieder um 200 Kalorien verfehlt. Heute sieht es schon wieder vorerst ein bisschen besser aus. Heute Vormittag habe ich nur eine Cola-Flasche ausgetrunken. Ich hoffe mal, dass ich heute Abend nicht schon wieder 2 Cola-Flaschen austrinke, sondern hoffentlich nur eine. Aber nicht nur Cola trinke ich, selbstverständlich trinke ich immer noch eine Menge Leitungswasser. Ich hoffe mal, dass ich das nach dem Heilfasten auch noch beibehalten werde, dass ich so viel Wasser am Tag trinke. Außerdem habe ich mir gestern Abend noch eine Brühe gemacht und das war's dann auch schon. So, das war's jetzt wieder von mir. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.